Dies ist ein Anwendungsvideo zum neuen Tourniquet Touch von VBM. Das neue Tourniquet Touch ist ein Blutsperregerät, welches Qualität, Sicherheit und eine einfache Bedienung vereint. Ein Gerät made in Germany. Das Gerät sollte am Stromnetz angeschlossen sein. Wenn das Tourniquet Touch am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet im ausgeschalteten Zustand die Ein-Aus-Taste. Dies zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt und betriebsbereit ist. Zum Einschalten des Gerätes muss die Ein-Aus-Taste zwischen 1 und 2 Sekunden lang berührt werden. Dann erlischt das Licht der Ein-Aus-Taste und das 8 Zoll große Display wird aktiviert. Während der Start-up-Phase durchläuft das Gerät einen 30-sekündigen Selbsttest. Das System prüft beim Selbsttest unter anderem die Gerätetemperatur, die Druckluftversorgung beider Kanäle, die Batterie, Soft- und Hardware-Versionen und die Alarmsysteme. Nach erfolgreichem Selbsttest erscheint im Display die Hauptanzeige. Sollte die Stromzufuhr zum Gerät gestört sein, wechselt das Tourniquet Touch in den Batteriemodus. In diesem Zustand kann bei voller Batterie ca. 8 Stunden weitergearbeitet werden. Die Hauptanzeige besteht aus zwei Kanalseiten. Diese sind mit den Farben Blau und Rot farbkodiert. Auf jeder der Kanalseiten befindet sich eine Kanalleiste mit Historientaste, ein Bedienfeld für den Druck, ein Bedienfeld für die Alarmzeit und die B- und Entlüftungstasten. Das Bedienfeld für den Druck zeigt den Ist-Druck und den Soll-Druck an. Das Bedienfeld für die Alarmzeit ist in abgelaufene Belüftungszeit und Alarmzeit eingeteilt. Zusätzlich gibt es eine Statusleiste, die Informationen wie Ortszeit zur Netzversorgung, Batterieladung und den Status für IVRA anzeigt. IVRA steht für intravenöse Regionalanästhesie. Auf der oberen rechten Seite befindet sich die Kontrollleiste mit Aktionstasten. Hier können der IVRA-Modus und die Geräteeinstellungen ausgewählt werden. Um den Solldruck einzustellen, wird zuerst das Bedienfeld für Druck angewählt. Mithilfe von Schnellwahltasten können Drücke sehr einfach und effizient im Bereich zwischen 200 und 400 mm Hg angewählt werden. Der Druck kann auch nach Bedarf in 5er Schritten eingestellt werden. Der gewählte Wert wird direkt vom Gerät übernommen und das Fenster schließt sich nach 3 Sekunden automatisch. Der Druckbereich liegt zwischen 80 und 500 mm Hg. Dasselbe Prinzip gilt für die Einstellung der Alarmzeit. Auch hier das Bedienfeld für die Alarmzeit anwählen und die geplante Anwendungszeit mit den Plus-, Minus- oder den Schnellwahltasten auswählen. Das Fenster wird auch hier nach 3 Sekunden geschlossen. Eingestellt werden können die Werte der Alarmzeit im Bereich zwischen 15 Minuten und 2 Stunden. Sobald die Belüftungstaste berührt wird, wird die Manschette auf den eingestellten Solldruck belüftet. Der Timer startet dabei automatisch. Für eine Druckänderung das Bedienfeld für Druck anwählen. Die Werte werden vom Tourniquet Touch ohne Verzögerung übernommen. Für Änderungen der Alarmzeit wird das Bedienfeld für die Alarmzeit angewählt. Die Werte der Alarmzeit werden umgehend übernommen. Nach Erreichen der eingestellten Alarmzeit erscheint ein Timer-Alarm. Die Zeit kann dann nach Bedarf um 10, 20 oder 30 Minuten verlängert werden.
Wenn die Anwendung abgeschlossen ist, den Slider innerhalb von 2 Sekunden nach links ziehen, um eine Entlüftung der Manschette durchzuführen. Der Timer stoppt automatisch. Im Falle einer IVRA muss der IVRA-Modus vor der Belüftung aktiviert werden. Bei der Aktivierung erscheint in der Statusleiste das IVRA-Symbol. Der IVRA-Modus sorgt dafür, dass die Doppelmanschette nicht versehentlich vollständig entlüftet werden kann und die Patientensicherheit gefährdet wird. Erst eine zweite Bestätigung entlüftet die Manschette. Sobald die Anwendung beendet ist, bleibt die abgelaufene Anwendungszeit in der Hauptanzeige bis zur nächsten Belüftung stehen. Für weitere Informationen zu Zeit- und Druckänderung bei vergangenen Anwendungen muss die Taste für die Historie ausgewählt werden. In dieser Historie werden die letzten 5 Anwendungen gespeichert und können somit kompakt und übersichtlich nachvollzogen werden. Es werden Datum und Anwendungszeit angezeigt und die Änderungen des Drucks. Um wieder zur Hauptanzeige zurückzugelangen, muss die Taste Fenster schließen angewählt werden. Bei jeder Alarmsituation werden zeitgleich eine Fehlermeldung in der Kanalleiste, optische Signale am Gerät und Alarmtöne ausgelöst. Die unterschiedlichen Alarme unterscheiden sich in ihrer Priorität. Bei einem Alarm mit niedriger Priorität, zum Beispiel keine Manschette, wird eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt und die optischen Signale leuchten dauerhaft gelb. Alarmtöne treten nur alle 15 Sekunden auf. Ist dagegen ein Alarm mit hoher Priorität aktiv, zum Beispiel bei Abfall des Drucks, dann meldet sich das Tourniquet Touch mit roten blinkenden Alarmleuchten und einer sehr hohen Alarmtonfrequenz. Die Alarmtöne können in der Kontrollleiste mit der Taste Alarm unterbrechen für 30 Sekunden unterbrochen werden. Wenn der Fehler nicht behoben wurde, wird der Alarmton nach 30 Sekunden wieder aktiviert. Für die Geräteeinstellungen das Symbol für Einstellungen anwählen. Hier sind unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten zu finden, die der Anwender individuell für sich anpassen kann. Das Gerät wird mit den Werkseinstellungen von 250 mm Hg für Druck und 1 Stunde und 30 Minuten für Alarmzeit ausgeliefert. Diese voreingestellten Werte können angepasst werden und erscheinen dann nach jedem Neustart in der Hauptanzeige. Um die neu eingestellten Werte zu übernehmen, das Fenster zuerst schließen und dann das Gerät herunter und wieder hochfahren. Weitere individuelle Konfigurationen können unter den Einstellungspunkten Alarm, Helligkeit, Datum, Zeit und Sprache gemacht werden. Mit den Menüpunkten Kalibrierung, Datenaustausch und Systemcheck ergeben sich detailliertere Einstellungsmöglichkeiten für den Servicetechniker.